Döner Kebab von Absalan. Kebab von gegenüber, von Mehmet. Extra scharf. Ein Trinkjoghurt zum Runterspülen. Lecker. Ja, ich bin Jonas. Ich bin hier für die Security zuständig. Ja, in solchen Situationen lasse ich es dann erstmal gar nicht zur Flucht kommen. Wenn er dann an mir vorbei will, rechts oder links, dann werde ich jeweils, wo er vorbei will, ihn am Arm packen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Wurftechnik oder der Fixierungstechnik, zum Beispiel durch eine Wurfrolle. Das geht ganz schnell. Ich war viel trainieren, dazwischen Ruhephase ist wichtig, dass die Muskeln sich wieder regenerieren können. Und als er geboren wurde, war es auch alles in Ordnung bei ihm, so, oder? Ja. Ich weiß nicht, warum Thorsten dauernd irgendwas über meine Geburt wissen will. Meine Damen und Herren, was Sie hier hören, ist ein Feueralarm. Hey, schnell, komm. Befindet sich doch jemand im Laden? Die Feuerwehr wird in wenigen Minuten eintreffen. Ja, was soll ich dazu sagen? Fühlen sich alle sicher? Geht es jemandem nicht gut? Wahrscheinlich mit dem Ellenbogen oder so kaputt gemacht. Nee, Faust. Wahrscheinlich Faust. Ziemlich sicher. Und halt die Fresse! Ich kann sie leider nicht sichten. Es gab zudem auch einen Stromausfall. Also sie, wenn die Kameras funktionieren würden, dann hätten sie sowieso... Könnten wir sowieso nichts sehen, weil... Gibt ihr das? Und was hast du für so eine Quote? Ich hab eine 33er-Quote. Ich hab eine 36er-Quote. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer passiert mit dem Lügen. Das hat mir bis jetzt eigentlich immer nur Probleme bereitet. Aus welcher Lehre bedienst du dich? Die mich hauptsächlich eigentlich aus der Kampflehre von Graf Manga. Also wichtig ist erstmal, also breitbeinig zu stehen. Mhm. Und dass der Schwerpunkt tief ist. Ja. Und ja, so geht, genau. So? Nee. So? So. So? Ja, da hast du ihn. Ole, 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 ole. Ole, 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 olei. Letzte Warnung. Das war die letzte Warnung. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Komm, Jonas, oder ab. Ja, ich bin's. Ja, hast du dein Schutthaar dabei? Hab ich immer dabei. Ja, eigentlich bin ich Schalke-Fan von Herzen. Aber Thorsten ist ja St. Pauli-Fan. Ich jetzt schon seit 5 Jahren durch. Ich hasse Pauli. Diese obdachlosen Zecken. Ich hatte das Gefühl, eigentlich müsste er merken, dass ich das nicht will, aber ich hab's dann am Ende. Dann hast du halt keinen Bock auf Schwanzwürschen, okay. Ich mag's gern. Ja. Also ich mag auch gern schlucken. Die Männer sind immer saufen gegangen und konnten sich unterhalten und die Frauen waren zu Hause. Die hatten Hast du Lust, Titus? Wollen wir ein Team sein? Titus? Hallo, Titus. Titus? Titus, das ist ein richtig guter Freund geworden. Na, Titus? Also ich dachte mir, dass wir erst ins Schwarzlichtmeer-Golf gehen, wie verabredet. Und danach können wir noch eine Shisha rauchen, wenn du willst. Hallo? Cooles Bandana. Danke. Ja, das Bandana trage ich immer, wenn es so heiß ist, also wie heute. Dass mir der Schweiß nicht so in die Augen tropft. Und außerdem sieht es ziemlich cool aus. Hat es wieder daran gelegen. Ja. Entschuldigung. Das ist ganz gewöhnlicher Kakao. Das ist Jonas, also von Herrn Schulze, sein Magnesium. Nahrungsergänzungsmittel.
Zeit für den Chicken Wing von Mike. Ich würde dich jetzt einfach bitten, mitzukommen in mein Büro zu kommen. Können Sie mir sagen, was ich die Lasagne hier finde? Wie zum Teufel soll ich wissen, wo die verfickte Lasagne ist? Also das will mir einfach nicht in den Kopf. Leute, die reinkommen und mich dann fragen, ohne selber geguckt zu haben, wo dies oder jenes Produkt ist, fragen, wo dieses oder jenes Produkt denn zu finden wäre. Das kotzt mich echt an. Experten, ey. Und jetzt habe ich mal eine Spendenbox gebastelt. So, wer hat das Geld aus der Spendenbox von meiner Mama geklaut? Wer war das von euch? Wo ist Peter? Er ist krank. Krank, ja? Wo ist Titus? Krank. Ah, auch krank. Ich kann das auch anordnen. Es gibt verschiedene Verhörungstechniken. Flora ist ein Rüpel. Bei Rüpeln ist es folgendermaßen. Es verhält sich so, suggeriere deinem Gegenüber, du seist wie es, um auf gleiche Ebene zu kommen, um so hinzukommen, dass man wie es denkt, sieht, spricht, sich verhält. Chillig. Nice. Sass. Peter hat sich heute noch nicht blicken lassen. Somit macht er sich für mich persönlich zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Hallo, Peter hier. Hi, Peter. Hier ist Peter? Jonas. Hallo? Ja, hier ist Jonas. Hallo. Hörst du mich? Mailbox. Nur weil ich wenig Geld habe. Hey! Du bist jetzt mal ganz still! Angriff ist die beste Verteidigung. Und dadurch, dass ich so viel angegriffen werde, gehe ich davon aus, dass sie sich verteidigen, weil ich eben in ihnen eine Angst auslöse, die sie nicht haben wollen und sich dagegen wehren. Somit... Na? Hallo, Peter. Hallo? Hallo? Hier ist Jonas, Peter. Hallo? Ich höre... So, diesmal falle ich nicht drauf rein. Hä? Wieder? Auf was? Was reinfallen? Nix. Ich werde hier die Technik der Manipulation anwenden. Aber Lia hat schon zugegeben, dass du es warst. Ach, hat sie, ja? Ja. Ja, hat sie gelogen, weil... Nee, hat sie nicht. Sie hat es ziemlich ehrlich und offen mir gesagt eben. Ach, hat sie nicht gelogen? Hat nicht gelogen. Sie hat gesagt, Titus war's. Das kann ja aber gar nicht sein, dass sie nicht gelogen hat, weil ich war's ja nicht. Ich würde gerne Geld leihen. Ich habe zwar nicht so viel, aber wenn er was braucht von mir, kann er mich doch einfach fragen. Ich meine, Fragen kostet ja nichts. Aber erstmal zu fragen, ist doch viel wichtiger, als es einfach zu nehmen, um dann es auf irgendeine Möglichkeit... Ja, zu verschleiern und zu lügen und sich in ein Konstrukt von Lügen zu verirren. Achtung, ne? Ja, einen schicken Bus haben sie da, also. Fällt mir. Also ich denke mal, so nach dem Modell zu urteilen, wird der schon wahrscheinlich über 300 haben, 300 kW, oder? Hat der ein Intader oder ein Retarder-Bremssystem? ABS hat er wahrscheinlich, ne? Also ich frage mich das, ob es Intader oder Retarder ist. Dürfte ich einmal lenken? Hallo? Könnte ich vielleicht einmal kurz lenken? Jonas, Finger weg. Jonas! Oh, aufpassen, aufpassen. Ja, also Snowboard ist eher mein Ding. Also ich... Spring doch mal gerne über den Kicker oder mach euch einen Grab, Tap, über einen Slide einfach drüber mit Tail Grab und dann eine zweifache Drehung, also doppelt. Aber die Piste hier ist auch ein bisschen, sie ist echt auch ein bisschen lame. Ist nicht so lang, auch nicht so steil, 17%, also bis 85 habe ich schon gemacht. Macht nicht jeder, kann nicht jeder. Jetzt den Bügel runter. Nee, nicht den Bügel. Warum? Nein! Jonas, der Bügel muss runter! Nein! Jonas, es wird ganz schön hoch! Jonas, mach um den! Lass den Bügel oben! Jonas, mach um den! Komm an! Lass den Bügel oben! Jonas! Lass den Bügel oben! Du musst den runter machen! Jonas! Das ist mir zu steil! Jonas, also, wer soll dein Schutzengel sein?
Wer soll dich begleiten? Titus. Wie geht's? Alles fürs Beinhard. Gibt's ein Problem? Willst du irgendwas von mir? Gibt's ein Problem oder was? Gibt's irgendwas? Salam alaikum, mein Mensch. Oh, alaikum salam, Yunus. Na, wie geht's Ihnen? Ni hao. Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum? Warum bist du mit umgezogen? Weil ich hier der Sicherheitschef bin. Aber warum? Weil das mein Beruf ist. Ich bin Sicherheitschef. Aber warum? Weil ich das gern mache halt. Aber warum? Weil man Dinge halt gern macht und das ist halt irgendwie meins, Sicherheitschef zu sein. Warum? Ja, weil es leider nicht ohne Geld geht. Wir müssen ja alle irgendwie Geld verdienen, um leben zu können. Aber warum? Hä? 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 Hallo, Titus. Hi. Komm mal rein. Warum? Komm einfach mal rein. Experten, ey.